Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Mein Name ist Ogrutz und ihr seht XCOM 2. Das hier wird in erster Linie kein Let's Play, sondern ein Review des neuen Add-ons bzw. DLCs Anarchy's Children, also die Kinder der Anarchie. Und das Ganze kostet 5 Euro und bietet 100 neue Ausrüstungsteile, wenn man das so will. Ich hätte mir jetzt ein bisschen Content auch versprochen, als ich dieses große Pack mir damals geholt habe. Aber wir schauen jetzt einfach mal rein, gehen in die Charaktersammlung und erstellen einfach mal einen neuen Charakter. Wir haben jetzt hier Nikolai Mokdanov, ist aber eigentlich egal, wie er heißt und was es ist, denn es geht mir in erster Linie darum, was hat sich geändert. Bei der Charakterinfo hier hat sich nichts geändert, da stellt man nach wie vor Vorname, Nachname, Spitzname, Biografie, Nationalität und Geschlecht ein. Wo sich jetzt natürlich was ändert, ist hier auch nicht. Es gibt nach wie vor nur die 6 Gesichter, die es halt gibt. Bei den Haaren gibt es ein paar neue. Die werden dann hier mit diesen roten Symbolen gekennzeichnet. Und zwar gibt es da... Ja, das funktioniert ja super. Wir haben eine Mütze auf dem Kopf, deswegen ist das ein bisschen quatschig. Wir gehen jetzt hier mal auf das Baseball-Cap und sagen ohne. Und gehen zurück auf die Haare. So, jetzt funktioniert es auch. Da haben wir eine Glatze. Hier hat man einen hohen Dutt mit Undercut. Das, ja, eine Miniatur-Assi-Palme. Sehr, sehr hübsch. Ein hoher Dutt. Kein Unterschied. Außer in der Farbe. Dann gibt es einen hohen Irokesenschnitt, der ist imposant. Das ist, ja, dann haben wir einen hohen Irokesenschnitt mit Undercut und ich glaube, die Übersetzer wissen nicht, was ein Undercut ist, denn das ist kein Undercut, das ist eine Farbvarianz. Das ist ein kurzer Streifen-Irokese, der Zebra-Look. Dann gibt es einen kurzen Irokesen, das ist der gleiche, nur ohne Zebra. Dann gibt es einen Oberkopf. Zopf, aka die Kai Green Gedächtnispeitsche. Dann gibt es Spikes. Ja. Kein Kommentar. Seitenzöpfe. Ja, Spitzname Pippi. Vor allem auch in den Augen, wenn du das bei einem Typ hast, aber egal. Dann haben wir Seitenzöpfe mit Undercut und auch hier wieder, das ist kein Undercut, das ist eine Farbe. Gott, siehst du scheiße aus. Komm, hier Seitenzöpfen, lass mal stehen. Werte gibt es leider keine neuen. Aber ich denke, zu Pippi Langstrumpfzöpfen muss mit 7 Bart her. So, zack. Bäm. Ja, Haarfarbe gibt es auch nichts Neues. Augenfarbe gibt es nichts Neues. Ethnien haben sie auch keine neuen eingeführt. Rüstungsfarben, Waffenfarben. Das hier bleibt alles gleich. Wo sich dann jetzt ein bisschen mehr noch ändert, ist bei den Accessoires. Da sind halt die meisten von den neuen Dingern anzufinden. Und zwar gehen wir hier in die Helmrichtung. Da gibt es, seht ihr, einiges. Wir fangen einfach mal von hinten nach vorne an. Der letzte wäre ein Androide. Das ist einfach so eine, ja, androgyne Robotermaske. Da gibt es eine Fliegerkappe mit Brille auf der Stirn, die ist noch ganz ansehnlich. Eine Fliegerkappe mit den Brillen auf den Augen, Modell Roter Baron, auch ganz nett. Dann gibt es die Fliegerkappe ohne jegliche Brille. Hier hätten wir eine Atemmaske. Die Kollegen können wir so bald zur Gothic Rave Party schicken. Dann gibt es eine Atemmaske mit Brille auf der Stirn. Es fehlt jetzt nur noch ein Neon, aber egal. Atemmaske mit Brille vor den Augen, Atemmaske mit einem leuchtenden Visier, eine Spinnenmaske, auch sehr hübsch. Dann, Moment, das war zu weit. Und dann haben wir einfach nur eine Brille auf der Stirn. Eine Brille, nee, Moment, das mal hier, Brille vor den Augen. Eine färbbare Hockeymaske, und da kann man dann scheinbar die Farbe noch aussuchen, denn die Hockeymaske kennen wir ja schon. Eine Totenschädel-Hockey-Maske und eine färbbare Totenschädel-Hockey-Maske. Dann haben wir einen Voodoo-Zylinder, sehr stylisch. Und noch ein Voodoo-Zylinder. Ein bisschen doof, dass wir hier die Brille nicht dazu packen können. Denn
Das wäre dann sehr lustig. So, dann haben wir einen Ritterhelm. Und noch einen Ritterhelm mit Pinsel auf dem Kopf. Eine Astronautenmaske. Ein Astronautenhelm mit Feder-Irokese. Ein Astronautenhelm pur. Eine Schweißermaske und ein Metallschädel mit Irokesenschnitt. Ihr seht, alles sehr imposante Geräte, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich meine eigenen Truppen dann noch ernst nehmen könnte, wenn die so aussehen. Hier haben wir einen Metallschädel mit Hörnern auf dem Kopf und einen Metallschädel in pur. Dann gibt es noch eine Gasmaske und eine Pickelhaube. Ja. Ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal hier bei Atemmaske mit Buckel auf der Stirn. So, dann haben wir hier neue Arme. Einen fünften neuen Arm. Oder hatten wir den vorher schon? Ich weiß nicht, kann man, dass wir den vorher schon hatten. Genau, was man hier jetzt ändern kann, ist, man kann die Arme einzeln noch abfangen. Man kann also nackter Unterarm. Man kann Patronenhandschuhe. Aber wir sind am falschen Arm. Okay, müssen wir drehen. Also nackter Unterarm, dann hat er gar nichts an. Patronenhandschuh, Schlagring, Lederriemen und Nietenhandschuh. Wir nehmen von den Lederriemen. Das gleiche gibt es natürlich auch für den rechten Arm. Oh ne, das ist schon Schulter. Hier, rechter Arm. Patronenhandschuh, nackter Unterarm. Lederriemen, etc. pp. Dann haben wir die Armverzierungen. Da können wir nackte Schultern, Schulterpanzer... Ach, schon wieder falsche Seite. So, nackte Schulter, Schulterpanzer, Stachelschulterpanzer, Schulterpanzer mit Federn und mit Panzerung. Und das gleiche auf der anderen Seite natürlich. Beine gibt es auch ein paar neue. Da haben wir hier die altbekannten. Dann drehen wir mal ein bisschen frontaler hier. Neues Hosendesign, noch ein neues Hosendesign und das gleiche nochmal in den Spiegel verkehrt. Dann haben wir hier eine Latexhose. Dann haben wir hier eine Ungerbuchse. Und da haben wir eine Shorts mit Suspensorium und eine Shorts ohne Suspensorium. Yay. Und dann haben wir noch den Körper. Da haben wir auch ein paar neue Sachen. Wir haben eine Lederjacke. Sexy. Dann haben wir eine bräunliche Lederjacke und die bräunliche Lederjacke nochmal in offen mit Kette und ohne Deko. Dann haben wir sowas wie eine kugelsichere Weste. Die gleiche nochmal mit einem anderen Muster. So ein bisschen schräg stellen wieder. Also Muster, angeheftetes Messer und Muster, ein bisschen Deko-Brush. Und dann haben wir, bam, nackten Oberkörper. Ja, bei den oberen Gesichtsaccessoires hat sich nichts geändert, die kennen wir alle noch. Und untere Gesichtsaccessoires sind jetzt ausgeblendet, weil wir diese Atemmaske haben. Also packen wir die Atemmaske mal weg und packen uns nur die Brille auf die Stirn. Damit ich euch hier die unteren Gesichtsaccessoires noch zeigen kann, denn da gibt es zwei neue, nämlich eine Samurai-Maske und eine Samurai-Maske. Also zwei verschiedene Schreckgespinste. So, dann scrollen wir noch ein bisschen runter. Bei Gesichtsbemalung haben sie sich auch ins Zeug gelegt. Da haben wir die Ätherkluft, Blutflecken, einen Kriegerschädel, den keltischen Krieger, den Killerclown, Corpse Paint, Banditenbemalung, eine Kabuki-Bemalung und einen Mitternachtskrieger. Rest ist das jeweils alte. Und ja, bei den Tattoos hat sich auch nichts getan, ist aber auch nicht so zwingend nötig. Und bei den Narben ist es auch nichts Neues. Also ist im Prinzip das, was ich euch jetzt gezeigt habe,
alles, was wir so Neues haben. Gehen hier mal zurück zum Charakterinfo. Spitzname für dieses Konstrukt wäre dann wohl sowas wie Callboy. Lass mal so einfach mal stehen. Ja, das war das Add-on. Meine Meinung zu dem Ganzen ist durchsetzt. Kann man machen, muss man aber nicht. Also ich finde 5 Euro für eine Sache, die man, glaube ich, vorher auch schon als Mod runterladen konnte. Ein bisschen Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Wer jetzt viel XCOM spielt, wer gerne XCOM spielt, vielleicht auch wer wie ich XCOM castet, kann sich sowas natürlich holen. Wer gern mit albernen Gestalten sein Unwesen treibt, der muss sich dieses Ding holen. Ansonsten hätte ich, wie gesagt, ja, darauf auch verzichten können. Ich hätte lieber einen Content-Patch. Mein Problem war halt, dass ich im Vorfeld, man kann ja für 20 Euro dieses komplette DLC-Pack holen, wo man alle 3 DLCs drin hat. Und da habe ich natürlich gedacht, dass bei jedem DLC auch irgendwie Content mit drin wäre und nicht nur Deko. Und jetzt haben wir schon 2 Deko-Upgrades im Prinzip, also dieses Krieger-Warrior-Pack, wo dann die Kriegsbemalungen etc. drin waren. Das habe ich natürlich ja auch dann geholt, gerade weil ich es halt caste und einige von euch sich auch einmal Gesichtsbemalungen gewünscht haben, die ich gar nicht hatte. Und ja, das hier, ihr könnt euch natürlich jetzt auch alberne Leute wünschen. Ihr könnt sie auch selber designen und mir dann zuschicken, wenn ihr irgendwas an euren bestehenden Designs ändern wollt. Ansonsten bin ich noch nicht so 100% sicher, wie ich mit dem neuen Design so umgehen werde. Denn ich weiß es nicht, ob ich mit einem Zirkus rumreisen möchte. Ich bin mir da echt noch nicht ganz sicher. Eure Meinungen sind gefragt. Ihr könnt euch gerne darüber auskotzen, dass das Beschiss ist. Ihr könnt euch genauso gut darüber äußern, dass ihr es cool findet. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Man hätte es auch für 2,50 anbieten können, denn wie gesagt, meines Erachtens ist das irgendwie eine Zusammenfassung eines Mod-Packs, was man auch genauso gut hätte kostenlos irgendwie auf einer Fanpage runterladen können. Ja, das sind meine 5 Cent dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, beteiligt euch an der Meinungsbildung zu dem Ganzen. Und ich wünsche euch noch alles Gute. Bis dahin, ciao, ciao, euer Opus.